Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Center Station Simulator. Ich bin jetzt halt auch einiges gerannt und gemacht und getan und ja, auf jeden Fall, ich bin gleich soweit, dass ich die 10 Bretter fertig habe für oben, für den Gemüsestand. Ich habe hier noch eine Palette hergestellt, dass ich schnell die Sandeimer hier mal drauf schlichten kann. Ich habe hier eine Palette hingestellt, dass wir hier unsere Wand fertig machen können. Oh, yes. Oh, yes, das ist cool. Und ich habe extra dann so viel gemacht. Ich wollte nämlich gucken, jawohl, da geht es sogar noch weiter. Ich wollte nämlich mal gucken, wie weit das Ganze geht. 3, 4, 5 und 6. Wow, also ich vermute mal, dass es tatsächlich noch mal weitergeht. Ich weiß auch nicht, ob es in die Richtung geht, weil wir haben ja hier vorne die Treppe. Es könnte sein, dass der Aufzug im Grunde dahinter noch das funktioniert, aber ich habe keine Ahnung. 4 Eimer habe ich noch, 2 Eimer laufen gerade noch durch. Aber was ich jetzt halt schnell mal machen möchte mit euch, weil oben steht nämlich die Schlange an Kunden schon. Ich möchte jetzt mal noch die letzten 2 Bretter mir schnappen, dass wir oben diesen Gemüsestand aufbauen können und dass ich jetzt halt hier mal das ganze Zeug wegbekomme. So, kann ich euch... Nein, kann ich nicht. Ach, warum kannst du nicht einfach stehen bleiben? Danke. Ich bin ja mal gespannt. Vor allem, ich habe die jetzt extra nicht kassiert da vorne, weil es war nämlich kein Wasser mehr im Kühlschrank. Das heißt, die werden mir alle einfach nur durchgelaufen. Gut, dann haben wir das. Ich vermute mal, dass ich hier auch das Obst oder sowas reinschlichten kann. Nein, kann ich nicht. Hätte ja sein können, ne? So, hier gleich nochmal loslegen, dass das läuft, weil ich möchte nämlich wirklich ausbauen hier. Ich will Fläche haben, dass ich mir vernünftige Produktionsstraßen einrichten kann. So, gucken wir doch mal. Also wir haben den Salat. Kriege ich jetzt da noch was rein? Nee. So, schauen wir mal, was wir da reinkriegen. Ist der kaputt gegangen? Könnte es sein. Aber das ist schon mal gut, dass hier das Ding direkt wieder verwendet werden kann. Mal schauen. Also entweder ist der eine wirklich kaputt gegangen oder ich weiß es auch nicht. So, Zitronen, kann ich da gleich noch welche mit reinnehmen? Achso, da ist kein Wasser drin, ne? Schon wieder. Okay, das muss immer dann in ein separates Fach, alles klar. Aber das ist ja schon mal etwas, wenn wir hier verschiedenes Zeug haben. Mal gucken, da gehört überall Wasser rein. Ne? Oh, da habe ich wieder nicht drauf geschaut. Ja, das ist auch mit dem Wasserhahn. Ne? Das werde ich natürlich dann alles anders anlegen, dass das ein bisschen sinnvoller ist, dass ich nicht hier immer außen rum flitzen muss. So. Das Salat muss ich sowieso erst einmal reintun noch, ne? Hier liegen auch ganz viele Samenpäckchen rum. Da muss ich auch mal gucken, dass ich diesen Samen-Dingsbums mal aufstelle. So, kriegen wir hier Kokosnüsse raus? Ja, das ist gut. Dann tun wir doch die mal nach oben, weil da kann ich jetzt eh gerade nichts ernten. Okay, wir brauchen da mehr von diesen Aufstellern. Aber gut, haben wir jetzt erst einmal das, ne? Den Salat kann ich auf jeden Fall noch mit reinpacken. Mal schauen. Ja, bis auf einen. Optimal. Dann könnte ich da sogar noch mal... oh, Wasser. Das Wasser gleich nach oben. Ja, man kann sich gar nicht zerreißen. Das geht gar nicht. So, ja, die stehen schön da. Ich hoffe jetzt mal, dass auch ein bisschen was an Obst und Gemüse hier durchgeht.
So, schauen wir mal. Können wir ernten? Nein. Nein. Da haben wir ja gerade erst. Oder auch nicht. Okay, dann tun wir einfach mal rauf, was geht. Jawohl, dann packen wir das da noch rein, dann ist okay. So. Ganz viele Obstkisten hier. Ich weiß nicht, ob es da auch noch was gibt, dann. Warte mal, den kannst du doch stehen lassen. So, hier habe ich. Nein, den darfst du nicht nehmen. Das sind nämlich die Bäume. Und ich will hier Salat reintun. Wo habe ich denn jetzt den einen einzelnen? Ach so, da habe ich den. Okay, das geht nicht. Ach gut. Dann kannst du mal rein. Die muss ich jetzt einfach mal daher schmeißen, weil solange ich dieses Ding mit den Samen nicht habe, das triggert wahrscheinlich schon den einen oder anderen. Aber ich muss das ganze Holz ja auch noch herstellen. Das Problem ist, dass ich halt hier nur noch 7 Baumstämme habe. Ich kann jetzt aktuell schon gar nicht kein Erz durchschmelzen, weil ich keine Kohle bekomme. Das ist wirklich schlimm. Also das da draußen ist wirklich schlimm in der Mine. Ich bekomme fast keine Kohle. Ne? Okay, das ist auch schon wieder fertig. Das heißt, wir können hier gleich mal die nächste Tour anstoßen. So. Da werde ich wahrscheinlich auch mehrere Wasseranschlüsse machen. Einen für den Zementmischer. Ach ja, apropos, hier gleich mal raus tun. Da ist er. Ich schmeiße ihn daher. Dass wir die Maschine wieder anstellen können. Du bist aus, oder? Oder bist du an? So ist sie, glaube ich, aus, ne? Oh, warte mal, ich sehe es doch am Strom. Jetzt ist aus, okay. Also gleich den nächsten Zement wieder. Jawohl, danke schön. Dann gehen wir mal hoch. Schauen wir mal, was die Kunden kaufen. Ich hoffe auch wirklich ein bisschen Salat oder so. Und wie schön geduldig sie hier warten, ne? So, hey, geht sogar los mit dem Sack Zement. Das ist ja super. 2 gleich. Thank you. Good day. Das sind ja immerhin 17 Dollar pro Sack, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Hello there. Servusle. Thank you. Good day. Jo, mach's gut. So, immer ran hier. Hello there. Oh, sogar mein Salatkopf. Das wäre natürlich interessant, ne? 46. Hello there. 47. 48, 49, müsste, nur 48, habe ich jetzt weniger bekommen, 49, thank you. Good day. Okay, also 3 Dollar für die Äpfel, na gut, ist zumindest mehr wie für eine Flasche Wasser, ne? Aber in Anbetracht dessen, wie lange das dauert, bis die fertig sind, thank you. Goodbye. Mach's gut. Aber wenigstens hat der erste Kunde schon mal Zement zumindest mitgenommen. Thank you. Goodbye. Hello there. Servus. Thank you. Goodbye. Jo, gut. 57 Dollar können wir natürlich noch keine weiten Sprünge machen, das ist klar. So. Die Maschine läuft. Du bist schon wieder fertig, das ist cool. Dann füllen wir hier gleich wieder ein. So, der Zement ist auch schon fertig. Wunderbar. Wir können da mal was reinpacken. Wobei ich wahrscheinlich Sand auch reintun muss, ne? Oder Ton.
Ton muss ich auf jeden Fall reintun. Aber Sand auch. Nein? Okay. Dann eben nur Ton. Und natürlich Schotter. Schotter braucht man immer. So, dann können wir mal hier weitermachen, würde ich sagen. 2, 3, 4, 5 und die Nummer 6. Das ist, ey, das macht was aus, ne? Das ist enorm. Das ist echt enorm, was das ausmacht. Und ich bin echt mal gespannt, wie weit wir ausbauen können. Ich mache jetzt mal die Ecke hier noch. 2. So. Dann die zwei noch, die jetzt da drin sind. Wir schauen mal ganz kurz da hinten beim... halt. Wir brauchen ja die Samen, ne? Die müssen wir noch reintun. Das muss ich alles besser organisieren hier. Das ist ein Rumgehampel. Gießen muss ich auch. Sonst wächst da nämlich nichts. Da überlege ich mir halt wirklich wegen dem nächsten Ausbau, ne? Okay, du bist anscheinend voll. Wegen dem nächsten Ausbau, ob ich da auf die automatische Bewässerung gehe, dass ich zumindest jetzt das nicht mehr habe mit dem Bewässern, aber da weiß ich nicht, wie das funktioniert. Läuft ja aber auch nicht weg, ne? Die automatische Bewässerung. So. Ja, das ist jetzt blöd. Ich habe ja da schon was drin. Und jetzt hat das alles immer in Kisten zu packen, ist ja auch ein Quatsch. Das, was ich oben habe, das bringe ich direkt hoch. So, wie schaut es hier aus? Hier kommt da rein, ne? So, und die kommen noch nach oben. So, dann müssten die Eimer Zement fertig sein. Dann schmeißen wir die da hinten gleich noch mit drauf. Das, was mich halt jetzt halt interessiert noch, ist, wo geht's, also wo kann ich weitermachen? In welche Richtungen? Weil ich weiß jetzt nicht, ob und wie ich umstellen soll. Weil ich kann mich jetzt natürlich echt gut ausbreiten. Ne? Ich kann da hinten das Lager hin verschieben. Aber wenn, dann würde ich da irgendwie eine Produktionsstätte oder sowas machen, dass ich sage, okay, wir machen zum Beispiel Steine da hinten in die Ecke, daneben einen Crusher und daneben dann die Kiste, die Palette für die Eimer. Danach kommt dann Palette für den Ton, nochmal ein Crusher und dann eine Palette für die Eimer mit dem Ton. Könnte man zum Beispiel machen. Kann ich dich eigentlich reinschmeißen? Ja, danke. Aber da bin ich mir halt noch nicht im Klaren. Ich möchte halt auch eine 10.000 Mal umbauen. Von daher würde es mich schon interessieren, in welche Richtungen ich weiterbauen kann. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Zementeimer hinpacken kann, Betoneimer meine ich, dann brauche ich hier davor gar nichts hinstellen. Oh, wir könnten mal probieren. Stell die mal ab. Ja. Rechtsklick. Okay. Ist mir jetzt halt erst einmal egal, ne? Wenn das steht 10 Mal, dann haben wir zumindest jetzt schon mal ein paar drin.
Verkaufen kann ich die oben jetzt halt eh nicht. Dann müsste ich da nochmal einen Dingsi hinstellen, einen Verkaufsstand. Von daher haue ich jetzt halt erst einmal, was ich hier ernte, dann vielleicht da hinten rein, weil alles, was ich da hinten reinhau, kann ich schon wieder Komposter machen. Das ist ja dann die nächste Frage. Wenn ich da ausbauen kann, könnte ich mir auch da hinten meinen Garten anlegen. Also ich sage, ich mache alles, was hier vorne ist, mache ich weg. Ich glaube mal nicht, dass ich hier ausbauen kann, da wo die Treppe ist. So, gucken wir mal. Geht da ein Eimer ran? Okay, also wir können auch an der Wand hier weiterbauen. Interessant, interessant. Ich bin ja mal gespannt, wie groß ich das hier ausbauen kann. Aber jedenfalls kann man hier ausbauen. Nicht so wie beim Supermarkt Simulator, wo du dann mit so gut wie keinem Platz zurechtkommen musst. Jo, das ist gut. So, wie machen wir weiter? Machen wir gleich nochmal eine Ladung? Ich glaube, da muss ich wirklich schauen. Ne? Immer gleich laufen lassen. Gerade im Moment brauche ich auch nichts anderes. Im Grunde geht es mir jetzt hauptsächlich darum, dass wir einen Ausbau machen. Ne? Und erst wenn ich weiß, wie weit ich hier komme, weiß ich, wie ich dann das Ganze handeln werde. Also das mit der Treppe wird nicht stören, weil die Treppe geht jetzt da hoch und dann ist gut. Das heißt, wir werden neben dem Aufzug auf jeden Fall die zwei Felder wahrscheinlich ausbauen können, aber ob es dahinter noch weiter geht, ist dann die Frage. Ne? Wahrscheinlich geht es echt ewig weit. Kann ich mir echt gut vorstellen. So, wir könnten aber auch uns mal um die Paneele noch kümmern, ne? Draußen, dass wir noch Strompaneele oder sowas haben. Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Auch noch nicht ganz. Das wäre auch nicht schlecht, ne? Dass man nochmal vielleicht Paneele... Aber es gibt doch noch einen Generator. Da hat doch auch jemand was geschrieben. Ein Generator gibt es auch noch. Rohrofen. Fräsmaschine. Müssen wir erst freischalten, glaube ich. Autobatterie. Motorgenerator. Lichtmaschine. Generatorblock. Das ist das Panel. Das Zeug muss man erst freischalten. Das sind die Bohrer für draußen. Der Samengenerator. Elektrogießerei. Ja, Wasserzugang. Und dann gibt es ja noch hier dieses Erzzugangspunkt. Oh Gott. Konservenherstellung. Dosenfüller, ey, da kommt noch einiges, ne? Mühlenkomponente. Alter. So, gleich das nächste rein. So, lauf los. Und schmeißen wir mal die zwei Eimer noch damit dran. Aber ich vermute mal, dass die Wand, das, was ich nicht ausbauen kann, dass das dann schwarz wird. Also ich glaube, dass ich wirklich jede von diesen Wänden noch ausbauen kann. Wenn ich jetzt halt hier nur noch eine Wand hinterkomme, dann würde ich sagen, mache ich da in der Ecke das Ganze mit den Steinen. Weil in irgendeiner Ecke muss ich es machen. Und dass ich hier ein bisschen hin und her rennen muss, das ist auch klar. Doch das, dass ich keine Kohle finde oder ganz wenig. Also ich baue hier 30, 40 Mal ab und dann habe ich maximal 6, 7, 8 Kohle. Mehr habe ich da nicht. Muss ich schauen, dass ich auf jeden Fall mir eine Baumfarm da herstelle. Die Baumfarm kostet allerdings sehr viel Dings, ne? Da brauchen wir auf jeden Fall sehr viele von den Blumenkästen hier, von diesen Erdekästen. Wie viel geht denn da noch rein? Mal 10 steht da drauf. Haben wir nicht schon 10 Sachen rein? Geht immer noch.
Ist wahrscheinlich mit Salatköpfen am billigsten, ne? Das da hinten zu füllen. Weil ich da immer gleich sehr viele anbauen kann. So. Kannst du jetzt mal loslaufen? Das Schlimme ist, dass man halt nicht sieht, ne? Wie viel noch fehlt. Jetzt mittlerweile wird es ja angezeigt, was ich in der Hand halte. Das ist ja auch schon mal gut. Jetzt nimm dir diese dumme Kiste hier. So, den lassen wir für Samen. Ey, das kann doch nicht sein. Wie viel geht denn da rein? Da kriege ich aber auch jetzt gerade nichts raus. Es dauert wahrscheinlich Ewigkeiten, bis das Zeug rauskommt, ne? So. Hauen wir mal die zwei Eimer noch da drauf. Okay, nee. Also hier werde ich auf jeden Fall nicht weiterbauen können, weil das ist der Aufzugsschacht. So, gleich wieder rein. Hier rein. Da kann ich einiges herstellen. Ne? Tu mal diese komische Dose hier irgendwo. Genau. Ich möchte es probieren, ob ich da hinten nochmal einen Eimer dagegen hauen kann. Wenn ja, dann ist klar. Ne? Dann baue ich hier die Wand und dann die zwei Wände noch aus. Und würde sagen, dass ich hier in die Richtung dann meine Steinproduktion einfach mache. Das sollte ich jetzt vielleicht mal anfangen, dass ich das Zeug hier wegschredder. Weil ich muss ja auch die Paletten leer bekommen. So, ohne Paletten ist natürlich... Warte mal. Achso, stelle ich jetzt mal den da drauf. Kann ich dich reinpacken in die Maschine? Geht noch, ne? Ton ist, glaube ich, ja. Ton kann ich auf jeden Fall noch reinpacken. Dann mache ich mal die drei Eimer hier noch fertig. Nein. Na toll. Dann lasse ich dich da stehen. Tun wir mal schnell die Zementsäcke wieder da herschmeißen. Oben stehen wahrscheinlich schon wieder die Kundenschlange. Aber ich finde es wirklich gut, dass die Kunden da einfach oben stehen und sobald ich dran denke und sage, oh ja, stimmt, dass ich dann hochgehe und kann das machen. So, schmeißen wir gleich das nächste Zement an. So, der letzte Stein. Ups. Gehen wir mal nach oben. So wie es ausschaut, ist da mal wieder dreckig. Ich war jetzt auch schon lange nicht mehr oben. Das sind nur zwei Paneele. Also im Grunde läuft es ganz gut. Wenn ich darauf achte, dass nicht zu viele Maschinen laufen, dann geht's. Ich habe zum Beispiel die Sandmaschine da hinten, die ist noch gelaufen. Die habe ich dann abgeschalten. Wobei ich die eigentlich auch schon wieder fast anmachen muss, ne? Und habe dann im Grunde die Sandmaschine oben laufen lassen, habe aber die dafür nicht angemacht. Also immer so, dass das was läuft und eben nicht. Und der Schredder, der braucht nicht sehr viel. Warum kann ich euch jetzt nicht mit reintun? Achso, erst wenn es fertig ist wahrscheinlich, ne? Okay. Ja, probieren wir es. Boah. Also, mich haut es schon um, ne? Muss ich zugeben. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit so viel ausbauen kann. Und hin? Ja, passt. Hätte ich echt nicht gedacht. Bin hier wirklich sehr überrascht.
Und hier, ich muss es einfach so sagen, in dem Fall stinkt der Supermarket Simulator total ab. Der macht Spaß, ganz klar. Es hat Spaß gemacht für diese 56 Folgen, die ich da gemacht habe. Aber hier muss ich sagen, ist wesentlich mehr zu tun. Du hast wirklich ständig irgendwas. Also nicht nur mit den Erzen jetzt, sondern auch mit dem ganzen Gemüse oben der Laden. Du musst hier die Komponenten zusammenstellen. Also du bekommst hier auch nichts geschenkt, ne? Es läuft einfach. So, halt, warte mal. Ach so, jetzt kann ich es nicht mehr stoppen, ne? Ich wollte jetzt mal Sprudel machen, aber ist egal. Eigentlich ist es Wurst, was da oben drin ist. Hauptsache ist es irgendwas drin. So. Lass uns mal die Kunden noch durchmachen hier. Ich hoffe ja, dass ihr auch ein bisschen Salat und sowas jetzt mitnehmt. Doch dass das ja dass die zweite Verkaufsrunde ist. Dankeschön. Ich möchte ja natürlich auch den Fortschritt am Computer machen, ne? Ich möchte ja noch die einzelnen Sachen freischalten, die es so gibt. Und dafür braucht man natürlich die Knete. Hello there. Servusle. Thank you. Goodbye. Ja, mach's gut. Also ich weiß nicht, ob ich wegen zwei Flaschen Wasser da drüben auf dem Hello Parkplatz there. halten würde, hier rüberlaufen. Aber die sind alle sehr Thank chillig, you. ne? Goodbye. Ganz gemütlich. Keine Eile, nichts. Hello there. Das ist im Grunde eine richtige Wohltat. Mann, ich habe ja im Einzelhandel gearbeitet, ne? Ich weiß, wie das Thank you. ist. Good day. Die Leute haben keine Zeit. Keine Zeit, ne? Hello Wehe, there. sie müssen mal 2 Minuten warten, dann wird gemeckert. Thank you. Good day. Und wenn sie dann selber dran sind, dann legen sie sich mit dem nächsten Kunden an, weil der nämlich Hello auch schon there. wieder meckert, dass er nicht Thank drankommt. you. Goodbye. Also, das ist wirklich schlimm. Jawohl, tschüss, hast nichts gekauft, schade. Wie schaut es bei dir Hello aus? there. Thank you. Goodbye. Ja, das war jetzt halt nicht der Mega-Umsatz, 100 Dollar. Gucken wir mal ganz kurz am PC, was eigentlich dann das nächste wäre, was ich gerne machen würde. Automatische Bewässerung. Spitzhacke. Ja, fänd ich wirklich gut, ne, wenn ich die Spitzhacke ausbaue, weil es dauert ewig, wenn du da oben stehst. Was natürlich ein Vorteil wäre, das wäre das automatische Bargeld. Das ist im Grunde ein Upgrade zu der Kasse. Das wäre natürlich schon genial, weil dann müsste ich nicht nach oben bei den Kunden. Das Problem ist allerdings nur, wenn ich keine Ware oben habe, wird natürlich dann auch nichts, wird dann natürlich auch nichts verkauft, ne? So, was haben wir hier noch? Die Entwurffräse. Für was auch immer dieses Ding gut ist, ich weiß es nicht. Elektrische Gießerei, Geschäft, Mittel, Getränke, Kühlschrank. Sowas wäre natürlich von Vorteil, ne? Also mit mehr Fassungsvermögen, die muss ich auch freischalten. Mann, das ist schon echt einiges, ne? Und vor allem, wenn man sieht, was da noch alles kommt. Ja, Bobas, das passt schon. Das passt schon. Ne, lass mich drin. Tja, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, was ich ausbaue. So, jedenfalls müsste der Mischer schon wieder fertig sein. So, ich werde es auch wirklich noch machen, dass ich hier noch ein wenig ausbaue. Ich meine, jetzt haben wir es gemeinsam gesehen. Insofern brauche ich jetzt da mich nicht zurückhalten. Ich kann jetzt einfach mal ein bisschen durchwurschteln. Warte mal, da habe ich glaube ich 2 Stück erst drauf, ne? Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, ob ihr mittlerweile schon weiter seid. Also wie weit ihr schon ausgebaut habt. Würde mich einfach mal interessieren. Wer sagt, ja, ich habe auch ungefähr diese 5, 6 Felder ausgebaut. Vielleicht sagt er auch, nee, nee, ich habe schon 20 Felder ausgebaut. Ich weiß ja nicht, wie viel machbar ist. Ich denke, dass die Wand auf jeden Fall noch mit weggeht. Ob es da hinten noch weitergeht,
Keine Ahnung, ich will aber jetzt nicht an jede Wand hier einen Eimer schmeißen. Ist ein bisschen kontraproduktiv. Obwohl es interessant wäre, ne? Weil überall, wo ich einen Eimer hinschmeiße, habe ich ja dann diesen gelben Balken, wo ich dann weiß, okay, da kann ich. Und dann weiß ich auch, wie viel ich herstellen muss. Naja, mal gucken. So. Das noch ein bisschen schreddern. Oh, warte mal, ist jetzt der Ding durch? Ja, da können wir draufschmeißen. Und dann kann ich nämlich hier schon mal anfangen, vielleicht das Ganze umzubauen oder so. Oh, ich habe schon wieder was. Also manchmal höre ich es ja, wenn die oben sich an die Kasse hinstellen. So, kann ich das? Oh ja, das geht. Okay, das heißt, ich kann die Kisten dann immer schön davor stehen lassen. Kann dann hier das reinpacken. Und immer wenn die Kiste dann voll ist, dann kann ich sie mit nach oben nehmen. Das ist nicht schlecht. Ja, ich würde es natürlich gerne ein wenig schöner platzieren wollen hier mit den Kisten, aber meine Güte, da gibt es Schlimmeres. So. Nein, tu den mal noch nicht rein. Ich packe den jetzt mal schnell in die eine Kiste hier, weil ich möchte den nämlich umdrehen. Genau, dich mal ganz kurz dahin. Und dann stelle ich den nämlich so rum hin. Wo warst denn du? Da warst du nicht, du warst bei Essen, ne? Nein? Hier, Saatgenerator, da war's. So, jetzt muss ich dich nur... Da ist das Fenster. Oder? Ich glaube schon. Ich glaube, so rum muss ich ihn dann stellen. Ich glaube. Nee, genau nicht. Oh. Okay, also diese komische Platte, die muss seitlich hin. Dann machen wir es nochmal. So muss er. Aber wenn ich da meine Salat-Dingsies rein tue, genau, dann habe ich nämlich die Samen gleich auf der Seite. Ach komm. Zack. Und dann brauche ich nämlich im Grunde nur noch hin und her drehen. So, ich habe die anscheinend gestoppt, ne? Sprudel, Start. So, dann könnt ihr nämlich durchlaufen. Und dann würde ich sagen, wir machen beim nächsten Mal gemeinsam weiter. Ich werde noch zwei, drei Dinge ausbauen. Und mir überlegen, wie ich das Ganze platzieren werde. Vielleicht platziere ich es auch schon. Ich glaube, wie ich jetzt eine Palette umsetze, das muss man jetzt nicht unbedingt sehen. Einfach, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Ich möchte ja mit euch weiterkommen. Ne? Und ihr seid ja eh alle schon viel weiter. Ich hänge natürlich immer nur eine halbe Stunde hinterher, ist klar. Jo, tschüss, mach's gut. Schön, dass du die anderen aufgehalten hast. Naja, gut. Der genauso. Na gut, Leute, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen weiteren Part verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.